Hallo und willkommen hier zu Pokémon Online Video und ich habe wieder ein paar Booster Packs für euch am Start und wir öffnen da mal das erste, ein Schicksalsschmiede. Okay. Was haben wir da? Urduchs, Geistesbund und es ist ein Zytomega. So, dann öffnen wir ein XY Evolution. Okay. Ah, es ist jemand da. Es ist Kritik so. Und ein Porenta. Gut, dann haben wir hier zweimal Sonne und Mond. Okay, ein schönes Mazarieron und ein Landturm. Ach komm schon, da gibt es doch nichts. Das gibt es doch nicht, wenn ich da nichts Gutes da mal ziehen würde. So. Kanyemawa, ein Rotom Pokédex und ein Silvaro. Ich glaube, ich drücke diesmal noch mehr, vielleicht wird es dann besser. Oh nein, das ist das Falsche, aber was ist das da? Achso, ein Pump. Pumpchen. Okay. Aber dann gehen wir halt wieder so zurück. Ich dachte, wenn noch mehr ist es anders irgendwie. Oh, das war schon das zweite deswegen. Öffnen wir Sonne und Mond, Stunde der Wächter. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Aber ich denke. Oh, ein Totonata GX! Wow! Der ist sehr schön. Ja. Bei meinen Replays ist er auch schon öfters zum Einsatz, aber jetzt habe ich noch einen. Oder ich tausche ihn gegen den anderen guten, weil ich glaube, der geht auch ziemlich gut zum Tauschen. Öffnen wir gleich das zweite hier. Okay, jetzt hat sich wenigstens mal auszahlt. Und ein Elisard. Und dann haben wir hier noch zwei Sonne und Mond. Nacht in Flammen. Hopp. Mal schauen, was wir hier davon haben. Den echten Booster hatte ich ja mega Glück bei meiner Blue Rock Box. Scarabor. Das ist eine coole Ding. Eine Trickmünze oder sowas, obwohl das ist eine Fähigkeit, ich weiß gar nicht, ob es auch durch Attacken geht. Das ist aber sehr gut. Und öffnen wir das noch. Das letzte. Und oh, diesmal sind es zwei. Okay, öffnen wir jetzt erst das. Ein Kolossand und ach komm schon, warum macht sie zwei, wenn da eh nichts Gutes dann dahinter ist? Okay, die Bilanz ist Tortonato GX als einzige GX-Karte oder X-Karte oder je nachdem. Das einzige sehr gute Karte, sonst nicht wirklich was Gutes, aber es freut mich trotzdem, so einen Tortonato zu bekommen nochmal. Ja, der ist wirklich sehr gut mit seinen Angriffen und so. Ich kann hier ja nochmal. Oh, ich glaube, ich muss auf Sammlung, nicht auf Deckmanager. Genau. Hier ist er nochmal. Mit Panzerfalle 20 Schaden und falls der Gegner ihn angreift, bekommt er 8 Schadenspunkte. Das angreifende Pokémon. Oder helle Flamme 160 und 2 Feuerenergien ablegen. Oder die Niedertrank GX 5. Feuerenergiekarten vom Ablagestapel auf beliebig auf meine Pokémon anlegen. Und es steht eine Feuerenergiekarte, das könnte auch Spezialenergiekarten sein. Es müssen nicht Basisenergiekarten sein. Habe ich jetzt dreimal. Sehr schön, sehr schön. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei Pokémon, das Sammelkartenspiel online.